vom Einkaufen zurück, vom Strand zurück, nein, andersrum, vom Strand zurück, vom Einkaufen zurück. Jetzt gucken wir genau hier oben bei uns auf der Zelle an. Zelle an. Hört mal. Es ist aus. Da hinten vielleicht. Ja, ein bisschen weiter. Aber lass mich raten, wir haben irgendwas gegen kurz vor 8. Hm. Hm. Wir haben 7. Haben die Uhr umgestellt für die Lautsprecher? Irgendwas ist hier komisch. Aber ich weiß, dass die gleich wieder angehen werden. Das heißt, auch. Genießen. Apropos genießen. Schmeckt's? Ja. 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 So, wir haben jetzt lecker Fresschen gemacht, gegessen, alles schön, alles schick. Aber wer fängt wieder an? Wer fängt wieder an? Die haben dein Mikrofon wieder angemacht. Und Mr. Baru, wir haben ihm ein Lichtlein angemacht und er hat noch einen Kumpel gekriegt, der noch schlechter dran ist. Guckt euch den mal an. Der kann gar nichts mehr. Na ja, komm, dann ist er nicht ganz so einsam. Aber wie viel Uhr haben wir jetzt? Halb neun. Um halb neun fangen die Viecher wieder an. Aber warte mal, nicht lange, eine halbe Stunde, in der Ruhe. Ich kann mich ja noch mal melden, wenn sie wieder aufhören. Jetzt haben wir das auch so, ne? Ja. Jungs, wir haben hier gesucht, wir sind aber ja leider nicht in Holland, wie ihr wisst. Ratte gibt's hier gar nicht. Nee, aber Hähnchen und Kotelett. Und Knoblauch. Die Kinder haben halt mal wieder nicht aufgegessen. Ja, mein Gott. Papa? Schön hätten sie. Mit der Fahrjungs, da ist ein Fußball, das auch. Ja, ich hab schon ausprobiert, geht nicht. Hast du mit Stecker dran probiert? Ja. Ja, muss Stecker muss abziehen. Ist das jetzt mal guten Morgen? Guten Morgen! Moin, moin! Oder auch schon fast Mittag. Ja, gut, egal. Wir sind on the way to irgendwo hin. Irgendwo. Irgendwo hin, einfach mal raus, Insel gucken. Dann nehmen wir euch jetzt mal mit. Und ja, also ist schon genial hier. Gucken wir erstmal so ein bisschen, dass wir mal was anderes sehen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand auf dem Rücken. Ein bisschen ist gut. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal nicht ans Meer, ans Strand, sondern mal ein bisschen was hier sightseeing. So. Logisch. Ja, was denn? Na, gut. Da, zeig mal da. Die Berge. Tatsächlich. Aber was ist das jetzt? Kontrolliertes Abbrennen oder ein Brand? Kann man schlecht sehen. So, und da unten ist die Straße, wo wir gerade hergekommen sind. Und
und dann da gerade hoch. Und Philipp übt sich im Fotografieren. Aber Leute, heute ein Ausblick. Ich meine, gut, das ist leider ein bisschen Rauch vom Feuer, aber ja, ja. Herrlich. Aber hier gibt es noch x Punkte, wo wir gleich mal anhalten werden. Ey, boah, ist ja, so geil. Dann hast du zum Meer. Jetzt ist ja hier mehr Indern. Meer? Hast du mehr? Meer. Mehr zu sehen als Land. Meer. Genau. Meer. So, wir sind jetzt in der Insel Pack, Innenstadt Pack. Ich mache jetzt ein bisschen Sightseeing. Oh, ich lasse mich von Haufen fahren. Nee, kommt gar keiner. Guck mal, Philipp, da hinten. Da ist die Rialto-Brücke vor Venedig. Dahinter muss Venedig liegen. Nicht? Doch. Ist doch die Adria. Ja. Da muss doch dahinter jetzt erst die Rialto-Brücke. Ja, genau. Dann muss doch dahinter Venedig sein. Ja. Weißt du Rialto, oder? Dann einmal Cabo Nero. Tschüss. Und du? Oh. Willst du auch eins? Nein. Okay, Moment. Ich weiß gleich, wer alles aussieht wie eine Sau. Aber ist mir egal. Ich habe gar keine Taschentücher dabei. Ganz schnell, ne? Das schmilzt schnell, Marina. Ganz schnell, ne? Seht ihr, Leute, der hat auch einen richtigen Hammer für seinen Hering und kloppt den nicht mit dem Gummihammer rein. Hm? Oh Gott, Leute. Aber schön nostalgisch und oldschool ist das hier. Eigentlich hatten sie gesagt, heute 30 Grad und Sonne. Erstmal guten Morgen.
Chefin nicht mehr ganz schwierig. Der Schaf. Weil irgendwie haben wir gerade Tropfen. Von oben runter. Und von da ganz hinten irgendwie kommt es auch gegrummelt. Dann müssen wir ja unsere Retro-Hookrod-Gedächtniskette müssen wir ja auch abmachen. Der Regen ist weg. Alles ist schön. Ich bin immer noch nicht rasiert. Ja. Ich habe gerade ein bisschen meine Rechte hinten am Willi, was machst du eigentlich da? Ich häng hier so rum. Mein Finger wird langsam. Der sogenannte Armleuchter. So langsam. Hängt an den Stoff. So. Und du bist bestimmt feiern. Schicke Lampe, oder? Sie sollte nur kurz halten, wenn sie zu langsam war. Nee, ich habe meinen Finger weggezogen und dann ganz schnell Sprung gemacht. Geh sicher? Geh sicher? Ich würde den ganzen Tag stehen bleiben. So. Ich hätte dir den Kabelbinder irgendwie um den Mund machen sollen. Dann zeige ich. Da ein Lämpchen, da ein Lämpchen, und da, wo keins angeht. Sieht man das? Puh. Schicke Der macht Mann. Sachen mit mir. Kaum geht's denn besser, weißt du? Ich habe immer noch kein Bier getrunken. Eine Woche hier jetzt, heute Sonntag, eine Woche hier. Ja, ich habe nicht ein Bier getrunken. Kann ich verstehen. Dann habe ich Biergarten aufgehangen. Ja, schön. Da steht Biergarten und es ist gar kein Biergarten, weil ich noch gar kein Bier getrunken habe. Ja, da bist du. Ich weiß, dass du das Arm verändert. Ich kann es mir nicht erzählen. Unsere Mutter erzählt euch jetzt mal, wo wir hingehen. Zum Pferdehof. Was machen wir da? Ich darf reiten. Was darfst du? Vielleicht darf ich ja heute reiten. Kannst du das auch erzählen, ohne zu springen? Vielleicht darf ich ja heute reiten. Ah ja. Und da hinten ist er auch schon. Der kleine, aber feine Danny Matthias-Part. Das ist auch der Mini-Zone. Ja. Guck mal, Philipp, deine Gruppe sind auch hier. Ja, jetzt hört er mal rein. Ja. Wie im Wildpark in Eifel, ne? Wo ich auch einen Esel gestreichelt habe. Ja, das und das ist Philipp. Ja. Ein Video kann ich euch noch mal eben oben in der Ecke verlinken, wo wir im Wildpark waren, in der Eifel. Wildpark Schmied, echt schönes Ding gewesen. Thank you.
Das Wetter ist wie die Stimmung. Kurz vor dem Siedepunkt. So, ich vermute, wir sind jetzt in der unteren rechten Ecke des Platzes. Oh. Da ist es wieder. Es ist jetzt mal geil, wenn du um die Ecke kommst. Und ja, mehr. Leute, Alter, hier ist ein Ausblick, Alter. Geile Sache. Berge und Täler, Alter, der Ostseewald. Ich kann euch das leider nicht zeigen. Jo? Ja. Redest du vom FKK-Bereich? Wir müssen weg. Ja, ich wurde da hinten ja wegkommandiert. Ich kann gar nicht verstehen, warum. War total schöne Bilder, aber naja. Ja, dann laufen wir jetzt mal von dieser unteren rechten Ecke mehr oder minder ein bisschen an der Promenade entlang. Und mal gucken, was wir für Schabernack hier entdecken können. Jetzt habe ich schon wieder was entdeckt hier. Du kannst essen, hier kannst du gar nichts. Haben wir noch Platz für so ein Fass? Kriegen wir noch irgendwo drauf? Weil das Ding hier ist schon länger nichts mehr. Ja, aber stimmt, so wie das da aussieht. Aber geil! Eher so ein Fischgrillen und so, aber guck mal, da ist ein. Voll geil aus. Was machen? Geiler Grill. Ja, und ja. Unsere Nachbarn hatten ja mal einen Skorpion gefangen. Cooles Teil. Wo geht da oben? Unten, oder? Gut. Und bis da ganz hinten irgendwo erstreckt sich der gesamte Campingplatz. Das ist schon groß. Wir sind jetzt hier in etwa in der Mitte vom Campingplatz. Wir waren vorhin hier hin und sind jetzt hier einmal lang marschiert. Was man alle eigentlich kaum filmen kann, weil wie gesagt viele, viele Menschen. Ja, jetzt wollen wir gucken, ob wir irgendwas zu beißen kriegen. Hier, wir sind noch mal weg vom Campingplatz oder vom Wohnwagen. Kleine Erfrischung holen. Da sind gerade ein paar andere Leute zugange. Ich habe den Wohnwagen auf Gas umgestellt. Kommt doch gleich die Nachricht. Naja, diese löschen sie mit einem vernünftigen Auto. So, wir machen jetzt ein Spiel. Das weiß nur noch keiner. Alle Crocs ohne Laschen. Okay, hab ich. Anziehen? Ja. Jeder hat zwei Versuche, weil jeder hat zwei Crocs an. Ja. Ja. Ohne Laschen. Ja, und jetzt? Der wird sich hier hingestellt. Und wer da vorne am besten in den Kreis trifft, hat gewonnen. Oh, ich hab
hast gesagt, du würdest die Schranke werfen. Nein! Dann fang mal an, Philipp. Erster Versuch. Mit links kann ich nicht. Ja, ist Pech gehabt. Dann mach ich mit rechts. Mach. Im Wechsel. Kann, sorry, egal mit welcher Seite. Ja, stimmt. Ja. Oh, hauer, hauer. Lass liegen, liegen lassen. So, erstmal einmal den Jungen da vorbei. So, jetzt Motte. Nee, Motte darf von hier. Ey, das ist doch unfair. Ja, komm, ey. Den hol ich mal lieber noch. Okay. Lass liegen. Aber mit den Autos. Egal. Mit Gummischuhe und rüberfahren. Komm, nächste Versuch, Motte. Komm, ja, komm, der liegt noch bei dir. Oh, super. So, Mama. So, jetzt darf ich? Ja. Ich finde dich schon. Mann! Warte. Ja, ich mache da. Das war sehr knapp. Bitte schön. Na, meiner ist noch besser. Oh, links, ey. Ja. Okay, womit entschieden wäre, ganz klar. Ja, dann. Das ist meiner. Gott hat gewonnen. Alle Schuhe anziehen, Käppis einsammeln. Nein, nochmal. Bitteschön. Weiter geht's. Ja, wenn wir noch einen Kreisel finden, dann machen wir nochmal. Moin Moin! Wir sind wieder bereit. Wir müssen jetzt gleich unsere Motte verfolgen. Weil Motte, was ist jetzt gleich für dich angesagt? Ich gehe gleich reiten. Reiten? Okay. So, jetzt machen wir mal ein Interview. Und Marina, was sagen Sie dazu? Gut. Gut? Gefällt dir das? Ja. Okay. So Leute, jetzt guckt mal, wo wir hier rausgekommen sind. Da kommt die Motte. Guck mal, wo wir sind. So, wir sind wieder da und ich glaube, Becky hat keine Lust mehr. Guck mal, sie steht hier noch. Sag der Becky noch mal tschüss. Sag ihr noch mal tschüss. Streichel sie mal hier. Und hier. Und sag mal tschüss. Ist nicht schlimm. So, tschüss Becky. Mach's gut. So, der Ausritt ist beendet. Chefin,
Was sagen Sie dazu? Gut. War gut? Hat dir gefallen? Mhm. Ja? Das ist Hauptsache, ne? Gut, komm, wir machen mal Platz. Da kommt dein Auto.